Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei der Schule für spirituelle Weiterbildung. Das jetzige Thema behandelt die geistige Welt. Nein, die Seelenwelt. Wie, ist das Gleiche? Nein, ist nicht das Gleiche. Der Geist ist hier. Das Seelische, das ist feinstofflich, das umgibt uns, das ist außerhalb von uns. Das ist das Göttliche. Und ich sehe immer wieder mal Filme, wo Nahtodbegegnungen sind, wo man dann irgendjemanden trifft, sei es ein eigenes Kind, Ehepartner oder Partner oder Eltern, Großeltern begegnen einem und die sagen einem dann irgendetwas. Da ich ja schon viele Seelen ins Licht geführt habe, habe ich natürlich auch das Licht sehen können. Und ich habe auch schon leicht in dieses Licht hineingucken können. Und ich kann nur sagen, das, was wir so erzählt bekommen, das ist nicht wirklich das Licht. Die Seele ist ja ein Teil des Göttlichen. Ein Lichtstrahl von der Sonne, das auf einen Menschen trifft und diesen Menschen dann beseelt. Auf dem Weg dahin, im Ätherraum, begegnet es Bewusstsein, Bewusstseinsebenen, Bewusstsein einzelner Menschen. Oder du jetzt als lebender Mensch hast ein Bewusstsein erschaffen. Und dieses Bewusstsein bleibt dann im Ätherraum zurück, wenn du dann einmal von der Erde gehst, beziehungsweise dein Körper von der Erde geht. Dann passiert Folgendes. Der Körper wird in die Erde gepackt oder verbrannt oder was auch immer und wird wieder zurückgebracht in den Kreislauf der Natur. Die Seele geht ins Licht. Was zurückbleibt, ist der Geist. Und dieser Geist, der ist anzapfbar. Das machen zum Beispiel die ganzen Medien. Die Medien verbinden sich nicht mit der Seele wirklich. Die verbinden sich mit dem Geist des Menschen, mit dem Bewusstsein, das noch im Ätherraum ist. Und dann können die natürlich genau das kommunizieren, was man hören möchte. Dann können auch Dinge gesagt werden, die noch zurückgeblieben sind, die noch nicht ausgesprochen sind, die noch erfüllt werden müssen. Dann weiß dieses Bewusstsein, weiß noch, wo ein Ring abgeblieben ist oder dass irgendwo irgendetwas liegt, was man selber schon seit Ewigkeiten sucht. Das ist es, was wir dann als Seele bezeichnen. Das Bewusstsein ist noch ein bisschen mit dem Göttlichen verbunden. Und wenn wir in den Menschen gehen, der mit diesen anderen Menschen noch über das Seelenband in Verbindung ist, docken wir dann, wie gesagt, an das Bewusstsein an, das als letztes in diesem Lichtstrahl anhaftet. Denn ja, so ein Lichtstrahl, der trifft ja auch mal auf die Erde und war aber schon fünfmal da und hat in seinem Strahl angedockt fünf Bewusstseine angedockt. Die sind aber hintereinander und die kann man dann auch abfragen hintereinander. Aber wir wollen ja immer nur das, was jetzt gerade aktuell dran hing. Weil der Mensch, der zu uns kommt, der das Problem mit XY hat, mit einem Verstorbenen hat und will nochmal gerne in Kontakt treten, baut ja dann die Verbindung über seine Seele mit dem Seelenband auf und kommt dann in Kopplung.
kommt dann in Kopplung mit dem Bewusstsein dieses Menschen, der da auf der Erde war. Und so kann man dann miteinander kommunizieren. Und wenn wir diese Nahtoderfahrung bekommen, dann es ist immer und überall schön, wenn man es schön haben will. Und da, wo die Seele hingeht, ist natürlich das Absolute. Aber da ist Licht. Da ist Licht, mehr nicht. Das ist Energie. Und wir oder die einzelnen Bewusstseine, die dort überall sind, die sind ja auch noch ganz stark mit Reinheit verbunden. Außer diese Bewusstseine, wo noch nicht etwas aufgelöst ist, da ist immer noch so Schattenanteil da. Eher Traurigkeit als Schattenanteil. Denn böse sind diese nicht. Bewusstsein ist nicht böse. Und da machen sich dann Fantasiewolken auf von schönen Welten mit bunten Farben, mit nie gesehenen Pflanzen oder was auch immer. Das sind Fantasievorstellungen, die in einem Art Kollektiv auftauchen. Und die kann man natürlich abrufen. So, ich hoffe damit natürlich nicht so vielen Menschen jetzt eine Illusion verbaut zu haben, dass man in das Himmelreich kommt, wo alles so schön ist, wie wir das in diversen Filmen gesehen haben. Denn da, wo wir dann am Ende hingehen, da spielt das keine Rolle. Da spielt so etwas überhaupt keine Rolle. Da oben ist kein Ego, das etwas Schönes haben möchte. Das existiert nicht. In dem Moment, wo du einmal erfahren hast, was es heißt, ein Neutrum zu sein, total neutral zu sein, nur in der Wahrnehmung, da existieren keine Gefühle mehr. Du nimmst nur noch wahr. Und in diesem, wenn du dann mit der Seele in Kontakt kommst, wirst du auch feststellen, da ist nichts. Da ist Güte, da ist Frieden, da ist Liebe. Aber die Liebe nicht als Gefühl, wie du es kennst. Wenn du jemanden siehst und dein Herz geht auf und sagst, oh, das ist ein toller Mensch. So eine Liebe existiert da nicht. Da sind keine Gefühle, wie gesagt, aber sie berühren dich in deinem Jetzt und Hier. Im irdischen Sein berührt dieses Gefühl uns. Aber da, wo die Seele herkommt, da gibt es das nicht. Da gibt es nur, wie gesagt, diesen Frieden. Und dieser Frieden, diese Stille, auch Stille der Gefühle, ist ja das Erfüllende letzten Endes. Weil da, wo nichts ist, kann auch nichts zum Beispiel verletzt werden. Das ist nicht stumpf. Ja, bitte, jetzt nicht Kopfkino anfangen und denken, denn das ist wieder menschlich. Wir wollen in unserer Situation, wollen wir immer das Schönste haben. Und dann malen wir uns natürlich das Schönste aus. Das Göttliche mit seiner Fülle, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe ist natürlich auch da zum Erschaffen. Nur sollte das, was wir erschaffen, in einer sehr hohen Frequenz sein, damit ja, im Grunde alle was davon haben. Nicht nur du. Denn das, was du erschaffst, erschaffst du nicht für dich alleine. Da sind auch andere da, die das dann in irgendeiner Form nutzen können. Und deswegen sollten wir immer mit einer hohen Frequenz erschaffen, damit diese hohe Frequenz im Grunde weitergegeben wird an unser Umfeld. Es geht ja nicht nur um Menschen, es geht ja auch um die Natur, ist schlechthin. Die nährt sich ja auch von dieser hohen Frequenz. Wir wissen das von diesem Japaner, der die Fotos gemacht hat mit den Eiskristallen.
wo er gewisse Objekte angebrüllt hat, richtig böse angebrüllt hat, hat dann fotografiert, die Wasserkristalle waren zerstört und da, wo er in Liebe geredet hat, da waren die sehr harmonisch, sehr schön ausgeprägt. Wir haben es mit Pflanzen erlebt. Die Pflanzen, die wir angebrüllt haben, beleidigt haben, sind eingegangen. Und die Pflanzen, die wir gelobt haben und immer schön zugesprochen haben, die sind geworden. Das heißt also, die Frequenz, die positive Frequenz, fördert das Leben auf der Erde. Und das Negative, das Aggressive, die niedrige Frequenz, zerstört. Gut, ich will mal hier jetzt das alles so im Raum stehen lassen. Mach dir da mal Gedanken drum, schau dich um, du darfst mich auch gerne kontaktieren. Ich bin gerne bereit, da auch mal ein bisschen mehr drüber zu mich zu unterhalten. Vielleicht werde ich auch mal eine kleine Gruppe bilden, wo man mich kontaktieren kann, wo man sich einklinken kann, zum Beispiel in einem Zoom-Meeting. Und da könnte man ein bisschen intensiver drüber reden. Solltest du daran Interesse haben, melde dich, dann kann ich das natürlich dementsprechend schneller umsetzen, dass ich dann sage, okay, komm, dann machen wir jetzt mal einen Zoom oder ein Webinar, so irgendwie in der Art. Und dann reden wir darüber. Ja, ein paar Anregungen für dich, nachzuschauen, nachzudenken. Und wie gesagt, ich hoffe, ich werde jetzt keine Illusionsblase zerstört haben, aber leider sind die Dinge manchmal anders, als wir denken, dass sie zu sein scheinen. Ja, in diesem Sinne einfach nur alles Gute. Ich hoffe, dich in einem meiner nächsten Videos sehen zu können, wiedersehen zu können und sage bis zum nächsten Mal. Dein Manfred. Ciao.